Herzlich willkommen zu meiner Vorlesung Thermodynamik. Zeit, sich zu verändern, denn darum geht es in der Chemie. Es geht permanent um Veränderungen. Es fängt schon damit an, dass Sie Ihre Edukte zusammenführen, zum Beispiel auch in einem Lösungsmittel. Damit verändern Sie die Konzentration Ihrer Komponenten. Und dann geht es natürlich mit der zentralen Frage weiter, mit der chemischen Reaktion, wo Moleküle transferiert werden und neue Moleküle bilden. Und am Ende, Sie haben selten 100% Ausbeuten, müssen Sie Edukte, Produkte, Lösungsmittel voneinander trennen. Und auch dort geht es um Veränderungen, denn Sie bringen zum Beispiel Ihre Moleküle in die Gasphase durch in einer Destillation, um sie abzutrennen von den Molekülen, die noch in der Lösung sind. Auch das ist eine Veränderung. Und die Größe, die dafür verantwortlich ist, die das beschreibt, diese Veränderung, das ist das chemische Potenzial. In der Mindmap sehen Sie es hier. Und darum dreht es sich in diesem Video. Das chemische Potenzial ist nichts anderes als ein Gradient einer unserer zentralen thermodynamischen Größen bezüglich einer Teilchenänderung. Also wie stark möchte sich eine bestimmte Größe verändern? Sie haben ja schon verschiedene wichtige Größen in der Thermodynamik kennengelernt. Angefangen von der inneren Energie eines Systems und wie stark sich das verändert. Wir haben dann die Enthalpie eingeführt, die im Prinzip bei der Änderung der inneren Energie noch berücksichtigt, dass ein Teil der Energie verbraucht wird für Volumenarbeit oder dass Volumenarbeit generiert wird. Wir hatten dann die Größe Entropie, die ja ein Maß dafür ist, wie Teilchen sich verteilen auf verschiedene Energiezustände. Und das System möchte die Verteilung einnehmen, indem alle Teilchen möglichst über viele Zustände verteilt sind. Und das zusammengeführt, Enthalpie und Entropie, haben wir dann in der Größe freie Enthalpie. Dort wurde erster und zweiter Hauptsatz der Thermodynamik zusammengeführt. Und die freie Enthalpie wird gerne verwendet, wenn man bei konstantem Druck arbeitet. Die freie Energie wurde verwendet, wenn man bei konstantem Volumen arbeitet. All diese Größen haben einen bestimmten Gradienten bezüglich einer chemischen Veränderung. Und je nachdem, wie die Rahmenbedingungen einer Reaktion sind, ob wir bei konstantem Volumen arbeiten, ob wir bei konstantem Druck arbeiten, welche Größe auch immer wir uns angucken, hat die einen bestimmten Gradienten bezüglich einer chemischen Veränderung. Und das beschreibt das chemische Potenzial. Sie müssen sich das so vorstellen, wie die potenzielle Energie in der Physik. Sie haben einen Wasserfall und das Wasser hat zunächst eine höhere potenzielle Energie und strebt einem Zustand niedriger potenzieller Energie zu. Das heißt, das Wasser fällt im Wasserfall mehrere Meter hinunter. Und genauso müssen Sie sich das chemische Potenzial bezüglich dieser chemischen Eigenschaften vorstellen. Wenn wir also zum Beispiel die freie Enthalpie nehmen, die ja ein Maß für die treibende Kraft eines Prozesses ist, dann müssen wir nicht nur berücksichtigen, wie die freie Enthalpie sich verändert mit dem Druck und mit der Temperatur, sondern auch mit der Stoffmenge, wenn wir einen Prozess haben, in dem sich die Stoffmenge verändert, wie das ja so üblich ist in der Chemie. Das heißt, wenn wir uns das mal ein bisschen näher anschauen, dann ist praktisch die Änderung der freien Enthalpie mit der Stoffmenge, das ist das chemische Potenzial. Wir schreiben also, dass das dG nach dNi für also eine bestimmte Stoffmenge eines bestimmten Teilchens ist, das ist gleich dem chemischen Potenzial μi. Stoffmengenänderungen ist ein wenig, ist nicht so gut fassbar. Die Größen, die wir eigentlich so aus der Chemie kennen, sind die stöchiometrischen Koeffizienten, die uns sagen, wie viele Moleküle von der einen Sorte mit wie vielen Molekülen der zweiten Sorte reagieren und dann entsprechend, wie viele Moleküle der Produkte entstehen. Das steckt ja in diesen stöchiometrischen Koeffizienten. Jetzt können wir uns eine chemische Reaktion anschauen
und können uns die Stoffmengenänderung anschauen und können sagen, im Laufe der Reaktion kommt irgendwo die Situation, dass wir genau einen stöchiometrischen Umsatz haben. Und die Größe, die das beschreibt, wie weit entfernt wir von einem stöchiometrischen Umsatz sind, das ist die Reaktionslaufzahl. Also in anderen Worten, die Stoffmengenänderung, dNi, können wir beschreiben als μi mal dxi. dxi ist diese Reaktionslaufzahl, die uns eben angibt, wie viel Prozent eines Umsatzes schon erfolgt ist. Damit können wir die Änderung der freien Enthalpie auch beschreiben als die Änderung der freien Enthalpie mit Änderung der Reaktionslaufzahl, also dg nach dxi. Und das ist dann genau die Summe über alle stöchiometrischen Koeffizienten mal den chemischen Potentialen. Also wir wichten die chemischen Potentiale mit dem stöchiometrischen Koeffizienten und summieren das Ganze auf. Und das gibt uns dann genau an, wie groß die Gesamtänderung der freien Enthalpie einer Reaktion ist. Nehmen wir eine Reaktion, A geht über in B. Betrachten wir den Fall, dass das chemische Potential von A größer ist als das chemische Potential von B. Beide haben den stöchiometrischen Faktor 1 in unserem Beispiel. Dann ist die Änderung der freien Enthalpie in diesem Fall negativ, weil die Summe μi μi kleiner ist als 0. Denn A verschwindet und B bildet sich, aber A ist größer als B. Dieser Prozess ist demnach spontan. Umgekehrt, wenn das chemische Potential von A kleiner ist als das chemische Potential von B, ist die Änderung der freien Enthalpie größer als 0 und der Prozess findet spontan nicht statt. Sind aber beide chemischen Potenziale gleich, ändert sich die freie Enthalpie nicht mehr. In anderen Worten, das System ist im chemischen Gleichgewicht. Schauen wir uns das also in der Gesamtschau an, wie wir jetzt die freie Enthalpie ausrechnen für eine chemische Reaktion, dann ist das ganz einfach. Wir müssen nämlich jetzt nur die einzelnen freien Enthalpien für jeden Stoff wichten mit dem stöchiometrischen Faktor und bilden die Summe von allen freien Enthalpien gewichtet mit dem stöchiometrischen Faktor. Und das ist dann die gesamtfreie Enthalpie unserer chemischen Reaktion. Wir können das noch weiter runterbrechen. Analog können wir das beziehen auf, denn G ist ja zusammengesetzt aus H minus TS. Und wenn wir das jetzt auf alle Teilchen beziehen, dann können wir auch für die Enthalpie, die Gesamtenthalpie unserer chemischen Reaktion rechnen, indem wir einfach die Summe aller Enthalpien gewichtet mit den stöchiometrischen Koeffizienten nehmen. Und für die Entropie ist das ganz genauso. Also auch dort ist die Gesamtänderung der Entropie Summe μi Si. Und somit haben wir jetzt wunderbar eine Möglichkeit auszurechnen, ob eine chemische Reaktion spontan stattfindet oder nicht. Normalerweise sind die Werte Enthalpie, Entropie tabelliert für Raumtemperatur, also für 298,15 Kelvin. Und wir müssen dann noch berücksichtigen, dass Enthalpie und Entropie sich verändern kann mit der Temperatur. Und das können wir zum Beispiel über die molare Wärmekapazität Cp, die mit der Enthalpie verknüpft ist und die mit der Entropie verknüpft ist. Also wir korrigieren dann die Werte entsprechend zu den entsprechenden Temperaturen. Bei der Enthalpie ist das dann das Integral von Raumtemperatur bis zu dieser Temperatur, die wir uns anschauen, Delta Cp dt, und Delta Cp ist dann die Differenz von allen molaren Wärmekapazitäten, die in der Reaktion involviert sind. Für die Entropie ist das dann das Integral von 298 Kelvin bis zu der Temperatur, die wir betrachten, von Delta Cp durch T dt. Und jetzt haben wir alle Werkzeuge, um vorherzusagen, ob eine chemische Reaktion bei einer bestimmten Temperatur stattfindet.